Hallo, im heutigen Video geht es um Optionen und wie diese funktionieren. Viel Spaß! Mein Name ist Martin und hier auf dem Kanal Cashflow Coach zeige ich dir Tipps und Tricks zum Thema Investieren an der Börse und in Immobilien. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr gerne. Aktiviere auch die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video rauskommt. Bevor wir anfangen, was Optionen sind, ist ja erstmal die Frage, wo kannst du diese handeln? Und zwar diese kannst du seit 1990 an der deutschen Terminbörse handeln. Diese hat 1998 mit der Schweizer Terminbörse fusioniert. Diese beiden agieren nun seit 1998 unter der European Exchange, das heißt unter der Eurex. Fangen wir erstmal mit der Definition an. Eine Option ist ein Recht. Ganz wichtig, ein Recht und keine Pflicht. Einen bestimmten Basiswert, ein Underlying, zu einem festgelegten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen, innerhalb eines vorher definierten Zeitraums. Jetzt gucken wir uns die einzelnen Elemente einmal an. Basiswert Underlying, was ist das genau? Das kann ein Index sein, das kann eine Aktie sein, all das, was an der Eurex gehandelt wird. Die Eurex ist standardisiert. Das bedeutet, du kannst nur die vorgegebenen Titel dort handeln, die du angezeigt bekommst. In der Regel sind das deutsche und internationale Blue Chips. Du kannst also nicht jetzt, ich sag mal, eine ganz, ganz kleine Klitsche aus dem SDAX darüber handeln. Das müssen schon große Werte sein. Du kannst zu einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen. Das kommt immer ganz drauf an, auf welcher Seite du bist, ob du Long, ob du Short bist, ob du Call oder Put hast. All das erkläre ich dir im Video, deswegen bleib bis zum Ende dran. Es gibt zwei Grundarten von Optionen, Call und Put. Ein Call setzt immer auf steigende Kurse und ein Put dementsprechend auf fallende Kurse. Während der Laufzeit kannst du deine Option ausüben. Wie genau, kommen wir später nochmal. Es gibt aber zwei Varianten, dieses auszuüben. Es gibt einmal die europäische Option und es gibt die amerikanische Option. Das hat auch nichts mit der Geografie zu tun, das sind einfach Begrifflichkeiten. Eine europäische Option kannst du immer nur zum Ende der Laufzeit, am letzten Tage, einlösen, wohingegen eine amerikanische Option kann während der Laufzeit auch eingelöst werden, ausgeübt werden. Die Laufzeit von Optionen, oder hier spricht man vom Verfall, also wenn sie verfallen, wenn sie beendet sind. Das ist immer der dritte Freitag im Monat bei Optionen und bei Futures ist es der dritte Freitag im Quartal. Das heißt März, Juni, September und Dezember. Und an diesem Freitag, an diesem dritten Freitag jedes Quartal, das ist der sogenannte große Verfall oder der Hexensabbat, weil hier kommen die Tage von Optionen und Futures zusammen. Es gibt verschiedene Plattformen, da kannst du dir die Kurse von Optionen ansehen. Die Frage ist aber doch, wie setzt sich der Kurs zusammen? Kurs oder anders gesagt die Optionsprämie setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Einmal dem inneren Wert und zweitens dem Zeitwert. Wie errechnest du den inneren Wert? Den inneren Wert zu errechnen ist relativ einfach. Und zwar ist das Delta, die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs, des Underlyings und dem Basispreis, der vereinbart wurde in der Option. Machen wir ein Beispiel. Bei einem Call nimmst du den aktuellen Kurs, beispielsweise Kurs 100. Callpreis, Strikepreis oder Basispreis ist bei 80. Das heißt, die Differenz sind 20. Das heißt, hier ist der innere Wert 20. Bei einem Put, genau umgekehrt, da nimmst du den Basispreis und ziehst den aktuellen Kurs ab. Ganz, ganz wichtig, der innere Wert kann niemals negativ werden. Wenn er rechnerisch negativ wäre, dann wird hier einfach eine Null angesetzt und der innere Wert ist weit aus dem Geld oder in der Börsensprache out of the money, weil es relativ weit entfernt ist, bevor er einen inneren Wert aufbaut. Genau an der Grenze. Also wenn der Basispreis und der aktuelle Kurs in etwa identisch sind, dann ist der innere Wert auch null, aber dieser Zustand wird at the money genannt, am Geld. Die dritte Variante ist nun, dass ein innerer Wert aufgebaut wurde, also das Ergebnis aus den eben beiden genannten Rechenaufgaben ist positiv. Dann hast du einen inneren Wert, dieser ist positiv, das heißt, du bist im Geld, in the money. Wie errechnet sich nun der Zeitwert? Das ist ein bisschen schwieriger.
Das bekannteste Modell ist das Black-Scholes-Modell. Wir gehen aber hier nicht näher drauf ein, sondern ich umreiße es nur für dich. Der Zeitwert errechnet sich aus der Volatilität, das heißt der Schwankungsbreite des Basiswertes und der Restlaufzeit. Das bedeutet, wenn du eine Option kaufst mit einer Restlaufzeit von 2 Jahren und diese vergleichst mit einer Restlaufzeitoption mit gleichem Basispreis und gleichem Basiswert von vielleicht nur einem halben Jahr, dann ist da der Optionspreis deutlich niedriger. Und du kannst hier genau anhand des Deltas den Unterschied sehen, wie der aktuelle Zeitwert ist. Die Restlaufzeit, je größer die Restlaufzeit, desto höher ist auch hier der Wert, ist aber nicht proportional. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe eine Restlaufzeit von 12 Monaten und jeden Monat wird es 1/12 weniger wert. Nein, die letzten 3 Monate ist es überproportional, da fällt die Kurve des Zeitwertes richtig stark ab. Zur Berechnung der Volatilität wird immer in die Vergangenheit geschaut, wie stark hat das Underlying sich entwickelt, geschwankt. Und das wird nach vorne getragen, also impliziert, eine implizierte Volatilität. Das kann natürlich passieren, dass die je Wert unterschiedlich ist. Je nachdem, welche Strategie du bei Optionen fährst, kann es ratsam sein, nicht die letzten 3 Monate abzuwarten, weil da der Zeitwertverlust am höchsten ist, sondern wenn du langfristige Strategien fährst, rechtzeitig vor dem Laufzeitende oder vor dem Erreichen der 3-Monatsfrist rollen. Das heißt, in die nächste Option, in das nächste Laufzeitband wechseln. Wie ich schon sagte, ist die Eurex standardisiert. Das heißt, es ist eine standardisierte Börse, die dir bestimmte Vorgaben gibt, welche Werte du überhaupt handeln kannst. Diese gibt auch eine Laufzeit vor, immer der 3. Freitag im Monat als Verfall. Und diese Börse gibt auch noch vor, wie groß die Gegenwerte sind, die Kontrakte. Im Normalfall kannst du immer einzelne Kontrakte kaufen. Ein Kontrakt entspricht in der Regel 100 Aktien. Es gibt ein paar Aktien, bei denen das nicht so ist. Im Durchschnitt kannst du aber davon ausgehen, dass ein Kontrakt 100 Aktien sind. Wenn du keinen Broker hast, über den du an der Eurex handeln kannst, dann schau dir gerne mein anderes Video hierzu an. Hier zeige ich dir, bei welchem Broker ich handle und wie du ein Depot dort eröffnest. Wenn du dich vorab informieren möchtest, kannst du auch gerne einfach mal auf börse.de Eurex schauen. Dort siehst du ein offenes Buch mit Angebot und Nachfragepreisen. Du kennst bestimmt den Spruch, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Genauso ist es hier auch an der Börse. Wenn du eine Option kaufst, gibt es eine kleine Gebühr seitens der Eurex. Diese wird abgezogen und dann wird aber die Optionsprämie, die du bezahlt hast, weitergeleitet an deinen Gegenüber, an den, mit dem du den Vertrag geschlossen hast. Dieser Gegenpart nennt sich auch Stillhalter. Im wahrsten Sinne des Wortes, er muss stillhalten, wie du dich mit deiner Option entscheidest, während der Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit. Ich komme gleich nochmal auf das Thema. Ich möchte vorher aber kurz eine Doppeldeutigkeit ansprechen. Und zwar die Begriffe Long und Short kennst du vielleicht ganz klassisch von der Börse. Wenn du ein Long ETF beispielsweise hast, setzt du auf steigende Kurse. Wenn du ein Short ETF hast, setzt du auf fallende Kurse. Hier in dem Fall an der Eurex ist es ein bisschen anders. Da sind die Begriffe Call und Put eher auf steigende oder fallende Kurse, aber Long und Short geht hier darum, ob du eine Option gekauft hast oder ob du diese verkauft hast. Gehen wir mal die 4 Grundarten durch. Als erstes fangen wir mit dem Call an. Hier gibt es den Optionskäufer. Dieser geht davon aus, dass die Kurse weiter steigen und er möchte sich einfach den aktuellen Kurs sichern. Der Kurs ist bei 100, er geht davon aus, dass der Kurs auf 150 steigen wird. Somit sichert er sich mit einem Call 100 ab, dass er jederzeit während der Laufzeit die Aktien zu 100 beziehen kann. Er hat das Recht, die Aktien zu 100 zu kaufen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn der Kurs auch über 100 läuft, sprich wenn sich ein innerer Wert aufbaut. Wenn der Kurs bei 80 ist, wird er seine Option nicht ausnutzen, dann wird er lieber die Aktie zu 80 an der Börse kaufen. Der Gegenpart zum Long Call ist der Short Call. Das heißt, das ist der Stillhalter. Er ist der Kontrahent, er hat das Geschäft mit dem Optionskäufer geschlossen, er hat die Optionsprämie vereinnahmt. Das heißt, er muss jetzt stillhalten, er muss abwarten, wie sich der Optionskäufer entscheidet. Übt er die Option aus
oder lässt er diese verfallen? Das kommt natürlich ganz darauf an, wie sich die Aktie entwickelt. Wenn die Aktie auf 150 steht, freut sich der Optionskäufer, weil er sie zu 100 kaufen kann. Und der Stillhalter, der Short Call verkauft hat, der muss sie jetzt zu 100 liefern, obwohl er sie zu 150 an der Börse verkaufen könnte. Die Option wird nur ausgeübt, wenn die in the money ist. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Das heißt, der Stillhalter muss während der Laufzeit bei einer amerikanischen Option und zum Ende der Laufzeit bei einer europäischen Option die Aktien verkaufen zum vereinbarten Preis. Gucken wir uns das Ganze auf der Put-Seite an. Ein Put setzt auf fallende Kurse. Ein Käufer einer Put-Option, sprich Long Put, setzt darauf, dass die Kurse fallen werden. Er möchte sich beispielsweise absichern. Er hat Aktien in seinem Depot. Diese stehen im gleichen Beispiel hier bei 100. Er geht davon aus, dass die Kurse einbrechen werden und sichert sich ab, dass er die Aktie zu 100 weiterhin verkaufen kann. Wenn die Aktie auf 50 fällt, sagt er wunderbar, ich übe meine Option aus und verkaufe die Aktien für 100 an den Stillhalter. Der Stillhalter, der hat einen Short Put und der verpflichtet sich, diese Aktien dann zu 100 abzukaufen. Jetzt stellt sich natürlich für dich die Frage, welche dieser vier Basisszenarien macht für dich am meisten Sinn? Ich habe ein anderes Video gemacht von den zwei Basisszenarien, die ich am liebsten mache, nämlich Short Call und Short Put. Schau dir dieses Video sehr gerne an. Ich verlinke es hier aktuell. Ansonsten, wenn du weitere Strategien möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Dann gehe ich gerne auf weitere Basisstrategien oder auch, wenn du magst, auf komplexere Strategien ein. Gerne kannst du auch in die Community kommen. Ich verlinke unten den Zugang, damit du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Martin.